Sorry. Irgendwie habe ich irgendwie heute nicht geglaubt, dass ihr noch kommt, ganz ehrlich. Aber okay, hallo, herzlich willkommen und auf Wiedersehen. Diese Woche zum allwöchentlichen Sammlungsupdate, so wie jeden Sonntag pünktlich um 17 Uhr hier auf Playzocker Reviews. Und ich habe es mir irgendwie vorher schon ein bisschen gemütlich gemacht, nein, Gag, unsicher gemacht, weil... Ja, es ist eine von den Wochen, von denen ich überraschenderweise in den letzten mehr als 2 Jahren bis jetzt 2 Stück habe. Ja, und keine Sorge, ich bin diesmal nicht irgendwie einfach nur spät dran gewesen die Woche. Nein, es ist tatsächlich nichts hier gelandet. Tatsächlich gibt es aber trotzdem noch ein Teil, das ich euch tatsächlich zeigen kann im Sammlungsupdate diese Woche. Und zwar etwas, das ich anhab. Keine Sorge, das wird nicht einmal ansatzweise so creepy wie Killer Clowns. Nein, es gibt eine Sache, die vergangene Woche bei mir gelandet ist, und zwar vom großartigen T-Shirt-Shop QWERTY. Ich weiß es bis jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, dieser grandiose Shop bietet jeden Tag nur für einen Tag 3 T-Shirts zum Kauf an, und da gab es, glaube ich, wirklich vor kurzem das genialste T-Shirt, das ich jemals gesehen habe. Ich bin irgendwie grundsätzlich schon einmal so ein Fan von dieser Art von Comic-T-Shirts, die ich normal trage. Aber ich habe meine Rechnung komplett ohne Pickerpool gemacht. QWERTY hat tatsächlich ein T-Shirt, das Motiv kannte ich schon irgendwo von Facebook, da noch als 3D-Rendering. Aber hier wirklich eine gezeichnete Mischung aus Deadpool und Pikachu. Das Ganze noch mit dem Spruch versehen, Maximum Effort, was ja mehr oder weniger das ist, was Deadpool sagt, bevor er in der Autobahnszene nach unten springt und mit den Baddies aufräumt. Das ist definitiv mein aktuelles, mein absolutes Lieblingsshirt. Und ja... bleibt nur die Hoffnung auf nächste Woche. Wobei, ganz ehrlich, wochentechnisch kann ich auf jeden Fall zwar nicht wirklich was Konkretes prophezeien, weil dann doch mein Gedächtnis nicht ganz ausgereicht hat, aber es hat DTM eine wunderbare Halloween-Aktion gehabt, wo ich mir den ein oder anderen Titel geholt habe. Es hat Beyond Media eine Halloween-Aktion, wo ich noch nicht bestellt, aber dennoch bestellen möchte. Ich hoffe, ich zögere es ehrlich gesagt nicht so lange heraus. Herr der Ringe Teil 3 in der Extended Edition mit Figur um 14,99 ist ein Angebot, das ich mir ehrlich gesagt nicht einmal dann entgehen lassen kann, wenn ich die Extended Version schon auf Blu-ray habe. Ja, außerdem noch ein paar andere Kleinigkeiten. Da muss ich was bestellen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit sogar, falls ihr euch erinnert an meine elendslangen Live-Sammlungs-Updates, wieder mal eine kleine Bestellung bei Amazon UK gemacht. Und ich bin dabei auf irgendwas, kann man sagen, zumindest wahrscheinlich semi-interessantes für euch draufgekommen. Es haben sich sicher damals einige Leute gefragt, wieso ich mir eigentlich diese ganzen DVDs und Blu-Rays teilweise kaufe, obwohl ich wahrscheinlich es in einigen Fällen nicht einmal ansatzweise schaffen werde, mir die Filme überhaupt anzuschauen. Und da bin ich jetzt während der Recherche für die nächste Ladung auf was Interessantes draufgekommen. Ich habe angefangen, nach Titeln zu suchen, wo mir einfach einmal irgendwo fad war. Ich wusste, ich hatte bei Amazon UK noch die ein oder andere DVD zurückgelegt und in meiner Wunschliste gespeichert. Ich wollte aber auch ganz einfach noch einmal durchgehen und mehr oder weniger einfach Action-DVDs und Horror-DVDs mit den niedrigsten Preisen suchen, zwecks Gaudi, weil der Punkt, den ich nämlich so spannend finde, zum Beispiel jetzt alleine, ich mache Amazon UK auf und mir wird plötzlich die DVD Creature Features 2 angeboten. Crocodile, Crocodile 2, Shark Attack und Shark Attack 2 um 1,98. Ganz ehrlich, wer kann da schon Nein sagen?
weiß, da braucht keine Kommentare in dem Fall. Aber so bin ich quasi wieder mal durchgegangen, habe mich mehr oder weniger, glaube ich, bei den DVDs nur bis zur Grenze von 2 Euro hochgearbeitet. Also wirklich die hochpreisigen Segmente habe ich wieder mal ausgelassen und habe insgesamt mir sicher wieder über 100 DVDs irgendwie auf die Seite gelegt und auf die Seite geschaufelt und bin dann aber im Endeffekt wieder einmal bei 30, 40 oder so gelandet. Aber das Spannende war für mich, diese ganzen Titel irgendwie zu recherchieren. Da gibt es einen Film One Down, Two to Go mit Fred Williamson, Jim Kelly und Jim Brown. Nie was davon gehört. Terminator Woman, Dummy, Hell Asylum, Octopus, Larva, Ninja, The Kung Fu Emperor. Machen wir jetzt eigentlich gerade ein Sammlungsupdate von DVDs, die ich noch nicht einmal bestellt habe? Wurscht. Logiklücken sind meine Aufgabe in den Zockiplatz der Kragen-Episoden zu hinterfragen, die kann man dezent auf der Seite lassen. Nein, aber wirklich Filme, Gary Daniels in Cold Harvest, China Strike Force, Meltdown, Warheads, Circus, Mega Shark vs. Crocosaurus. Das sind wirklich vor allem wieder mal Eastern dabei, überraschenderweise. Das ist dann wahrscheinlich keine große Überraschung. Entschuldigung, nein, bin weg. Ich bin weg, also ganz ehrlich. Wenn ich es jetzt mittlerweile schon schaffe, Witze zu reißen, wo ich selber am liebsten aufstehen und weggehen würde, dann weiß ich, ich habe es geschafft. Auf jeden Fall habe ich mir da wieder einige DVDs zurechtgelegt, einige Sachen hergelegt, die ich mir irgendwann einmal in der nächsten Zeit wirklich bestellen könnte, sage ich mal, weil, sagen wir uns ehrlich, müssen du es nicht, weil anschauen werde ich mir viele von den Filmen wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht können, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe einfach Spaß bei dieser Recherche, weil es gibt so viele Filme, die erscheinen da auf diesen britischen Billigsdorfer DVDs mit Titeln, die nicht einmal in der OFDB vermerkt sind. Es gab, ich bin glaube ich sogar auf ein oder vielleicht sogar zwei Filme gestoßen, die ich einfach wirklich nicht gefunden habe, wo ich bis jetzt noch keine Ahnung habe, was das überhaupt für ein Film ist. Und alleine das ist für mich irgendwie schon einmal Motivation genug, mir auf dieser DVD anzuschauen, was da überhaupt auf mich wartet. Das Einzige, was ich wirklich auch gemacht habe, ist, ich weiß, das ist bei Eastern relativ kritisch, ich habe die Titel einerseits in die OFDB eingegeben und dann natürlich auch in die BBFC-Datenbank. Natürlich kann man sich nie 100% sicher sein, dass das, was man dann kriegt, auch wirklich garantiert komplett 100% uncut ist, aber wenn zumindest in der BBFC-Datenbank steht, passed with no cuts, dann kann man zumindest sagen, okay, wahrscheinlich ist man ansatzweise safe. Bei den Filmen, wo gestanden ist, passed with cuts, habe ich alle sofort einfach abbestellt. Ich glaube, es gibt einen, wo ich vielleicht irgendwie eine Toleranzgeschichte getätigt habe, was mich ein bisschen wundern würde bei mir, aber da stand, glaube ich, irgendwas von eine Sekunde oder so, weil man dachte, okay, das ist dann, keine Ahnung, ein Nunchaku oder ein Hahnenkampf oder irgend sowas, was man relativ wurscht sein könnte. Aber bei den meisten Filmen war es dann schon wieder so 1,5, 2,5 Minuten, wo man sagen muss, gerade beim Kampfsportfilm wäre es relativ blöd, wenn sie einem einfach 2,5 Minuten Kampfsport rausschneiden. Im Endeffekt sind trotzdem wahnsinnig viele übrig geblieben, wahnsinnig viele lustigerweise dann eben auch Filme, die ich schon in irgendwelchen anderen Versionen gehabt, also Bruceploitation-Titel, die ich in wesentlich größeren Geschichten und Ausgaben und sicher auch mit viel besserer Qualität, weil qualitativ sind diese DVDs eh alle furchtbar, habe aber vor allem, ich glaube, ich muss mir die Lieferung wieder mal gönnen, dass ich sie euch. Mein Wunsch wäre, dass ich diese Lieferung dann nach dem 12.11. kriege, wenn wir mit dem Hauptkampf fertig sind, wenn ich quasi wieder dann Zeit hätte, diese DVDs auszupacken, weil in der letzten Zeit, es liegen immer noch dort, wo die aktuellen Sammlungsupdates liegen, aber die letzten 3 Sammlungsupdates. Ich komme zu nichts, ich schaffe nichts, aber dafür bin ich davon überzeugt, dass unser Kampf am 12.11. wirklich genial wird, dass dann die Szene im Film wirklich genial wird. Falls jemand
es noch nicht mitbekommen hat, falls noch jemand in Wien ist oder an dem Tag in Wien sein möchte, 12. November 2016 um 11 Uhr beginnt wirklich der Dreh. Man kann gerne ein paar Minuten früher kommen. Im Iron Fist Gym in der Schönbrunner Straße 186 im 12. Bezirk in Wien. Da wird nach der Pressekonferenz, lustigerweise in der Langenfeldgasse, die dort relativ in der Nähe ist, auch im 12., zum zweiten Mal Auer vor Publikum gedreht. Und dann, nach diesem Dreh, können wir uns einmal ganz kurz zurückchillen und mit der Post-Production anfangen und eben den Film weiterschneiden. Freue ich mich aber auch schon drauf. Anyways, morgen ist dann Halloween. Ich wünsche euch eine wunderschöne Halloween-Feier. Würde euch womöglich empfehlen, nicht als Clown nach draußen zu gehen, nachdem sie den einen schon abgestochen, niedergeschlagen, sonst irgendwas haben. Es gibt sicherlich wesentlich bessere Halloween-Verkleidungen, die man machen kann. Eine fällt mir gerade ein, die kann ich euch noch empfehlen. Also für jeden, der eine günstige Halloween-Verkleidung sucht, empfehle ich euch den Imker. Das ist eine wirklich ganz, ganz tolle Sache. Ansonsten, müsst halt leider selber nachdenken. Ich gehe mich jetzt auf meine Halloween-Party vorbereiten, wo ich wahrscheinlich nicht als Imker gehe, sondern im Best Case als Pickerpool. Hoffe, dass nächste Woche wieder eine Menge kommt. Bin jetzt einfach einmal selbst überrascht und entsetzt, dass ich es trotzdem geschafft habe, 12 Minuten zu plappern. Hoffe, dass ihr aber, obwohl es nichts eigentlich zu sehen gegeben hat in dem Video, trotzdem gern zugeschaut habt. Wünsche euch wunderschönes Halloween, wunderschöne Ferien, eine tolle Woche und wir sehen uns kommenden Sonntag wieder pünktlich um 17 Uhr hier auf Playzocker Reviews, wenn ich euch im wöchentlichen Sammlungsupdate diesmal dann womöglich sogar was zeigen kann. Ciao!